Die nächste Gruppe ist unser zweites Hardware-Projekt. Und das sah gestern noch nicht so aus. Das heißt, ich bin auch schon sehr gespannt, was da noch dazugekommen ist über Nacht. Ja, wir sind die Gruppe Glass Gimbal und unser Projekt war, einfach nur wir sind die Gruppe Glass Gimbal von Vindia und mir, Leopold. Unsere Idee war, einen Stabilisator für ein Glas zu bilden, indem wir damit zum Beispiel, falls wir Fahrrad fahren oder Zug fahren, dass das Glas dann nicht auskippt und dann die ganze Verschwendung, also das Geld dann nur fürs Getränk ausgegeben wird, weil es verschwendet wurde. Wir haben das, die Idee haben wir mit dem 3D-Drucker-Gehäuse umgestellt und haben das dann noch mit einer Arduino-Plattform und mit ein paar Sendern zur Neigung gemessen, also damit das die Neigung misst, in welche Richtung das ist. Und die Zusammenarbeit hat sich als ein bisschen besonders herausgestellt, dadurch, dass wir nur zu zweit waren und aber vier Mentoren hatten im Endeffekt, war das eine witzige Konstellation. Hat aber Spaß gemacht, das so umzusetzen und es war auch schön, so viel Hilfe zu bekommen und eigentlich immer einen zu haben, der weiß, was, wie man das jetzt löst. Die Modelle für unser Projekt habe ich in Blender erstellt und dort auch bearbeitet und zusammengefügt. Dann habe ich sie in einem Slicer so bearbeitet noch, dass sie nicht zu lange brauchen für den Druck und im Endeffekt auch 3D gedruckt, sodass wir sie jetzt hier vor uns haben. Das ist ein 3D-Drucker. Ja, also hier sieht man dann auf jeden Fall die Motoren, die wir zusammengeklebt haben. Das war eine sehr harte Arbeit, weil das Kleben relativ lang gebraucht hat, bis sich das richtig aushärtet. Wir hatten das nämlich abgesperrt, damit der Tisch nicht wackelt und dann es schräg aufgebaut wird. Ja, ich habe mich auf jeden Fall mit der Arduino-Platte beschäftigt, mit der ganzen Verkabelung, wer was wohin gehört, welche Motoren mit welchen Steuerungen und alles auf der Arduino-Platte zu tun hat. Diesen Code habe ich zusammen mit dem Mentor Maxi zusammengeschrieben, welche Funktionen die Motoren jeweils haben. Und das war auf jeden Fall sehr anstrengend und wir hatten auf jeden Fall sehr viel nebenbei noch Matheunterricht gehabt, wo wir dann die ganzen Wurzeln, Winkel und so alles rausgemessen haben. Ja, und auf jeden Fall hier im Live sieht man dann auf jeden Fall, wie das zusammengebaut ist. Wir haben das jetzt mit einer kleinen Pflanze dort gesehen. Wie ihr seht, dreht Leopold jetzt gerade an dem Brett rum und je nachdem, in welche Richtung er das jetzt dreht, stabilisiert sich jetzt das obere Teil gerade, damit halt das Glas jetzt, also damit die Pflanze halt nicht rauskippt. Und war sehr toll, auf jeden Fall. Wir wollen auch noch unseren Mentoren danken. Einmal Marc und Maxi, die die ganze Zeit bei uns waren und uns mit jeglichen Problemen unterstützt haben. Und auch Sven, der beim 3D-Druck und auch bei Ideen, wie man denn das Modell noch anders gestalten könnte, sehr hilfreich war. Und Blinri, der uns bei mathematischen Problemen zur Hilfe stand. Ein Satz, den man wirklich auch nur bei Jugendhack hört, ist, dann haben wir mal eben lineare Algebra gelernt, innerhalb von 2 Stunden. Ihr habt da noch so 3D-Drucksachen stehen. Wollt ihr noch ganz kurz was dazu sagen? Ja, also das, was man auf jeden Fall hier vorne sieht, das sind ein bisschen fehlgeschlagene Fehldrucks. Wir hatten am Anfang ein bisschen falsche Maßen hingestellt, also mit der Plattform Blender ein bisschen falsche Modelle aufgebaut, hatten dann mehrere Versuche, das richtig zu organisieren, bis sich dann am Ende sowas halt herausstellt. Es waren auf jeden Fall sehr viele
Objekte, die man drucken musste. Und ja, das war auf jeden Fall sehr anstrengend und toll. Sehr cool. Freut mich auch, dass es euch gefallen hat.